Guten Morgen, hallo Wach. Heute geht's mal um die Apple. Die habe ich seit bestimmt einem Jahr nicht mehr analysiert, also zumindest nicht öffentlich, außer ab und zu mal in diesen Wunschkonzerten, die ich da gebe. Da kommen übrigens jetzt bald zwei, sage ich ja vorher noch Bescheid. Aber hier geht es um die Apple, dass man sich die mal wieder anschaut, weil da fällt mir so ein bisschen was auf. Bevor ich aber in die Aktie selbst gehe, will ich euch unbedingt das hier zeigen. Ich halte das für sehr, sehr nützlich. Das ist ein Freund von mir, der Joker in Berlin. Und zwar macht er ganz viel Filme über Apple, sei das jetzt irgendwelche Neuigkeiten oder sei das irgendwelche Einstellungen, was auch immer man da machen kann. Der macht ganz, ganz viele Filme. Und ich kenne ihn jetzt seit 10 Jahren. Ich habe alles, was ich von Apple habe, ich glaube, bis auf das iPhone, habe ich bei ihm gekauft, weil der spielt dann auch gleich irgendwelche alten Sachen drauf, sodass der Computer hier ankommt und der ist so, als ich habe einen neuen Computer mit allen alten Sachen, die ich drauf haben will. Der beurteilt also auch irgendwelche iPhones oder wie auch immer. Und er ist hier bei diesen Apple-Events ganz nah dabei. Und ich kann nicht beurteilen, ob jetzt irgendein Chip besonders toll ist oder nicht. Ich habe da echt keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich bei meinem iPhone weiß, wie es angeht, wie ich reinspreche, wie ich telefoniere, ab und zu ein Foto machen kann und WhatsApp benutzen. Ne? Der Rest ist, ich bin da echt ein Vollhorst, muss ich wirklich sagen, was das angeht. Wenn der Joel sagt, das ist eine Neuerung, das ist was Cooles, das ist gut, das ist wirklich sinnvoll, dann höre ich da zweimal hin und überlege mir mal was zum Aktienkurs. Wenn er sagt, naja, also das war es jetzt nicht, das ist dann so eine Geschichte. Es gibt in Amerika gibt es diese ganz großen Apple-Chats. Ja, da sind Millionen von Leute drin. Ob das über Facebook ist oder Instagram oder wo auch immer. Und ich erinnere mal an die Geschichte, als, ich glaube, das war das iPhone 5, als es geändert wurde von 5 auf, keine Ahnung, 5 Plus oder 5 SE oder wie auch immer das Ding damals hieß, da war der einzige Unterschied das Gorilla-Glas. Und dafür wollten die dann 120 Dollar mehr haben. Und das haben die in den Chats zerrissen und gesagt, also sorry für das bisschen, so viel mehr zahlen, das muss ja nun auch nicht sein. Und danach ist die Aktie heftigst gefallen. Das sind riesengroße Chats. Aber wie auch immer, schaut euch das mal an. Das ist auf YouTube, ja, wenn ihr da Joker angebt. Warte mal, ich bin richtig neidisch. 138.000 Abonnenten. Das ist fett. Ja, das ist richtig viel. Und dann hat er auch so viele Aufrufe hier. Also ganz klasse, guckt euch das mal an. Das nutzt eine Menge, auch wenn ihr mal ein Problem habt. Wenn ich zum Beispiel, wenn mein Computer sich aus irgendeinem Grund nicht mit dem Drucker verbindet, ja, da geht mir ja der Puls, gell? Ich will, dass das Zeug funktioniert. Wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich 3 Tage davor sitzen und irgendwann hätte ich einen Computer vom Tisch getreten. Ja. Ich rufe dann Joel an und da kann man einen Termin machen. Und das sind ungefähr 5 Mausklicke, 30 Sekunden und dann läuft das Ding wieder. Manchmal ist das echt frustrierend für mich, aber er kümmert sich da ganz toll drum. Also das ist nur mal ein Tipp am Rande. So, und jetzt gehen wir zu den Apple. Das ist der Monatschart. Ich habe den mal hochgezogen hier von 2000, was sind das? 2003, 1.4.2003. Ja, da waren die Freunde bei 22 Cent. Jetzt natürlich mit den ganzen Kapitalmaßnahmen dazwischen. Aber das ist ein fetter Weg nach oben. Zur größten oder zur teuersten Firma der Welt. Ich glaube, 2,5 Billionen Dollar sind sie momentan bewertet. Auffallend ist bei mir, oder auffallend finde ich auf diesem Monatschart, diese 200-Monatslinie, die haben wir das letzte Mal gesehen, 2003. Und der Abstand zu ihr ist groß. Ja, das heißt nicht automatisch, dass sie jetzt da runtergehen, Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Ja, aber der Abstand ist groß und es ist jetzt tatsächlich, was ist denn das her, 17, 19 Jahre her, seit sie das letzte Mal gesehen hat. Wahnsinn. Jetzt passiert aber hier Folgendes auf Monatssicht. Ich habe nicht nur hier ein Verkaufssignal und das ist jetzt bestätigt. Ich habe hier auch eins bekommen über die traditionelle Sichtweise des MACD. Ich bin über die moderne Sichtweise auch negativ. Also von daher sieht es für mich so aus, als ob die Apple jetzt mal wirklich ein High gesehen haben für die nächsten paar Monate. Gucken wir mal ganz kurz auf die Wochensicht. So, Wochensicht sieht unwesentlich besser aus. Auch hier ist der Abstand zur 200-Wochen-Linie. Mal gucken, wann hat sie dies letzte Mal gesehen? Das war hier. Das war das 2018, am 30.12.2018. Hat die, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, hat die das letzte Mal die 200-Wochen-Linie gesehen. Und hier auch alles nach unten gerichtet. Traditionelle, moderne Sichtweise, Oszillator, alles negativ. Jetzt brechen, aber da gebe ich nicht so viel drauf, 10-Wochen-Linie bricht die 20-Wochen-Linie nach unten. Ja, das war hier auch schon mal der Fall. Das ist das Problem mit Trendfolgern. Ja, oder hier auch in der Seitwärtsphase, da versagen die völlig. Das ist ganz übel, da lässt es einen rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist nicht schön.
Dann ist aber so, wir haben jetzt die letzte Woche auf dem Wochentief geschlossen. Gefallen darf mir das nicht. Diese Linie hier, die war eine Unterstützungslinie, kommt gleich im Tagesstart drauf, die kommt dann noch von hier hinten. Das war ein ehemaliges All-Time-High. All unter der 20-Tage-Linie, unter 10-Tage-Linie, in der Nähe der unteren Bänder. Und die liegen bei dieser Unterstützung hier bei 146. Die Wochenbänder. Jetzt gehen wir auf Tag. Der Tag. Hier ist der Tag. Also, das ist die 200-Tage-Linie. Die hat sie schon ein paar Mal gesehen. Ja, also da waren wir das letzte Mal hier, was war das hier, im Juni 2021. Und auch neulich, das war, glaube ich, dieser Montag, wo alles so heftig gestiegen ist, sind sie auch drauf gegangen. Und haben das als Sprungbrett benutzt. Ja, aber auch nur, sage ich immer wieder, wenn wir so ein Band unterbieten hier und dann wieder reinkommen, ist die Korrektur oder die Reaktion meistens nur zur 20-Tage-Linie. Hier, da, perfektes Beispiel. Jetzt gehen wir wieder runter. Mein Problem mit dem Wert ist, dass hier als erstes diese Unterstützung hier, das war das, was ich eben schon sagte, das ehemalige All-Time-High. Das wird auch hier nochmal bestätigt. Da haben wir hier mitgespielt, haben wir es da aufgesetzt. Ja. Da sind sie jetzt drunter, schließen drunter. Das ist das erste Mal, dass sie drunter schließen seit langer Zeit. Diese Marke ist bei 157. Ich runde leicht. Ich befürchte, oder vielmehr, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn hier nicht wirklich irgendetwas positiv passieren sollte, und da wüsste ich jetzt nicht, was das bei Apple sein kann. Ja, da kommt immer, wenn die ihre Treffen haben, wo dann irgendwas Neues gezeigt wird, dann werden die Leute immer scharf drauf und dann kommt das Treffen und dann meistens sind sie enttäuscht. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Low hier bei 152 nicht halten. Und dann habe ich als nächste Unterstützung erst die 146 kommend von hier. 146 hier. Und dann als nächstes, die ist schon weiter weg, 137,80. Wir sind weiter negativ, sowohl über den Oszillator als auch über den Trendfolger. Gefällt mir nicht so gut. Was der Chart mir allerdings auf jeden Fall zeigt, ist, ab wann sie wieder positiv werden. Und das ist dieser Bereich hier. Das sind die 169. Auch hier, ich runde leicht. Deswegen habe ich folgende Scheine für euch. Und zwar, das ist ein 143,18er Call. Da sind wir also hier drunter, unter dieser Unterstützung. Den würde ich aber auch erst dann nehmen, wenn wir wirklich hier drüber sind. Oder man probiert es mit Schnüffelstücken. Das ist ein Hebel von 12 momentan. Das ist die GX2YPY. Nur ein Hebel von 12. Das heißt nur, was beim Apple schon ganz okay. Dann habe ich aber hier die zweite Unterstützung. Deswegen habe ich ja angenommen, die ist hier drunter, ja. Zur Erinnerung, das hier war die 107 und 138, leicht gerundet. Und das ist die GH85UC. Das ist ein 133,5er im Moment mit dem Hebel von 7. Wer es ein bisschen bequemer haben will, ein bisschen ruhiger. Ich meine aber, wenn man die jetzt kauft, müssen die hier drunter direkt gestoppt werden, finde ich. Der Put, der ist deutlicher. Ja, hier haben wir also diese Marke von 168 und ich habe einen 177er genommen. Der hat auch noch einen Hebel von 7. 177 sind wir hier, außerhalb des oberen Bandes. Und das ist die GX7A93. GX7A93. Ich finde es ein bisschen gruselig. Und ich hatte mir überlegt, ob ich jetzt noch die Amazon dazu nehmen soll, die Alphabet, aber das mache ich in einem anderen Film, weil es ist Sonntagmorgen. Ich muss ja noch ein paar andere Sachen machen. Von den 100 Nasdaq-Werten ist natürlich Apple der größte, gefolgt von Alphabet und dann kommt Amazon. Ja, die sind also alle so im Billionenbereich. Wenn diese drei fallen, dann können sich die anderen 97 Werte abstrampeln, wie sie wollen, dann kriegen die den Markt nicht hoch. Und da habe ich so ein, und das fällt natürlich dann auf den Nasdaq auch zurück. Da habe ich letzte Woche einen Film gemacht. Also das finde ich, ich finde die momentan sehr prekär, die Lage. Wenn Sie da durchgehen, glaube ich schlicht und ergreifend und auch mit dem Hinblick auf die monatliche Technik, müsste nochmal zurückrollen, glaube ich, dass die Apple ihr Hoch erstmal gesehen haben. Ich erachte die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues High machen mit über 185 momentan für gering. Bestenfalls seitwärts, eher negativ. So, dann habt noch einen schönen Sonntag. Auf deine. Bye bye.